Wenn der Herr Feicht glaubt, er kann eines der besten Restaurants wieder mal ohne mich testen, dann geht seine Rechnung diesmal nicht auf. Denn für seine Finanzen sind immer noch die Frau Petrova und ich zuständig. Kleine Buchhalterinnen sind wir zwar keine, aber das ist eine andere Geschichte. Ein Traum da das Essen. Herr Feicht, Sie wollen dieses lukulische Mal mit Sicherheit nicht ohne mich genießen. Nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe mir die Spezialitäten des Hauses schon bestellt. Das denke ich mir, wie immer auf meine Kosten. Mahlzeit. Natürlich, Mahlzeit. Weil ich immer so neugierig bin, möchte ich wissen, wieso heißt dieses Lokal Kleinsteiermark? Der erste Besitzer war ein Steirer und bei der Eröffnung hat er nicht gewusst, wie er das Lokal nennt. Er sagt, ich nenne es einfach Kleinsteiermark. Was sind die Spezialitäten des Hauses? Wir haben einen Josper Holzkohlengrill und genau angelehnt auch an die steirischen Spezialitäten können wir bei 750 Grad einen Steirer Burger machen, natürlich wunderbare Spare Ribs, dann einen herrlichen Steckerlfisch. Und danach natürlich noch unsere wunderbaren Desserts, ein Topfenkaiserschmarrn, ein Kürbiskerneis, wunderbare Sachen. Wir befinden uns hier im Schweizer Garten. Woher stammt eigentlich der Name? Das ist ein bisschen eine traurige Geschichte. Das war nach dem Ersten Weltkrieg und die Schweizer Garde war hier vor Ort und hat sich um die Kinder gekümmert. Die waren obdachlos. Und ihnen zu Ehren hat man das dann Schweizer Garten genannt. Weißt du, Leon, die Frauen kommen und gehen im Leben. An das kannst du dich jetzt schon gewöhnen. Aber Hauptsache, wir haben was zum Essen und Hauptsache, wir zwei sind zusammen, gell? Aber nur, wenn ich was zum Essen bekomme. Jetzt beginnst du auch schon so.